Hallo, liebe Community, damit herzlich willkommen zurück bei unserem Fernbus-Flixbus-Simulator. Wir stehen hier noch in Hannover auf dem Weg nach Dortmund. Und ich würde sagen, eingescheckt haben wir ja noch in der letzten Folge. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Ich würde sagen, wir machen jetzt direkt hier Fahrt überspringen. Und dann geht die wilde Fahrt auch schon weiter hier. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information. So, jetzt kann ich mich wieder aufs Fahren konzentrieren hier. Aber in der Kurve muss ich dann doch ein bisschen vorsichtig die Bandansage wieder ausmachen. Im Zweifel würde die Englische halt doch mal durchlaufen, wenn es dann gerade zu kurvig ist oder. Wie gesagt, mal denke ich mal zwischendurch wäre das ja auch nicht so dramatisch. Es gehört ja schon irgendwo zum Spiel dazu. Ich habe es halt nur ausgeschalten, weil euch das gestört hat, wenn immer beide durchgelaufen sind. Ja, dann hätten sie den LKW auch gleich wegploppen können, wenn er nicht schafft, an der Ampel loszufahren. Ja gut, wie gesagt, das ist so ein paar von diesen, ja, Bugs, wo man halt einerseits ein bisschen betet und hofft, dass sie irgendwann behoben sind, wo man aber, wenn man ehrlich ist, nicht mehr wirklich dran glaubt und sie sozusagen einfach hinnimmt, weil man es eh nicht ändern kann. Auf zu diesem Ort, der doch gar nicht existiert. Aber wie steht das in meinem Ladebildschirm? Bielefeld existiert doch. Überzeugt euch selbst davon hier im Spiel oder irgendwie so. Wegen dem Mythos Bielefeld existiert nicht. Mir tun immer die Leute leid, die in Bielefeld wohnen. Aber gut. Ist halt auch so ein kleines Kaff, würde ich mal behaupten, ne? Ah gut, ich mag meinen Kaff ja auch. Sei es das Kaff bei meinem Daddy oder sei es das Kaff hier, also sei es das Kaff bei meiner Familie oder sei es das Kaff hier bei Freunden, also bei meiner anderen Familie, bei meiner eigenen Familie, wenn man so will. Also, ja, ist beides meine eigene Familie, ja, keine Ahnung. Ihr wisst, wie ich es meine, aber ob ich jetzt meinen Vater, meine Schwester mit Freunden und so weiter, also ob ich in die Richtung zur Familie besuchen fahre, sei es wegen Aushelfen, sei es auch mal so privat hinfahre oder ob ich jetzt halt hier sitze und aufnehme für euch, Kaff bleibt Kaff, also
ist halt alles nicht so, so wie die 14 Jahre, wo ich in Berlin war. Ja, knapp 14 Jahre, wo ich in Berlin war. Das ist halt nicht das Gleiche. Ich sag mal, was hier Videocontent bringt und Aufnahme-Content und so weiter anbelangt, war mir Berlin tausendmal lieber, weil halt vernünftige Infrastruktur, vernünftige Leitungen da lagen und so weiter und man vernünftig streamen konnte. Also diesbezüglich war mir Berlin natürlich allemal lieber. Da steht der Tankwart. Aber wieder im Parkplatz gibt's hier wieder keinen, ne? Ja, ist mir jetzt egal. War als Rasthof ausgeschildert, also raste ich jetzt hier. So, genau, jetzt müssen. Er hat sogar noch die alte Pause genommen diesmal, das wollte ich wissen. Er hat sogar die alte Pause genommen, das heißt, wir müssen nach Bielefeld nochmal irgendwann eine Pause machen, sehr gut. Tanken müssen wir jetzt nicht, also können wir hier einfach weiterfahren. Ja, was ich jetzt sagen wollte mit Berlin oder so, ist natürlich kein Vergleich. In der riesengroßen Stadt, in der Stadt Deutschlands, also in der Hauptstadt Deutschlands, also wenn da das Internet nicht gehen würde, dann weiß ich auch nicht weiter. Klar, gibt's auch in Berlin Ecken, wo du kein Internet hast, beziehungsweise sehr, sehr schlechtes Internet hast. In den Außenbezirken und so, logischerweise. Aber ich hatte mit wenigen Ausnahmen, ich glaube, damals war es Vodafone. Ich meine, Minna und ich hätten Vodafone zuletzt gehabt, sehr, sehr viele beschweren sich auch über Vodafone, haben mit Vodafone auch sehr, sehr viele Probleme, also davon mal ab, also ich kenne sehr viele Leute, die mit Vodafone Probleme haben, aber Minna und ich hatten da selten Probleme, also und die paar Mal, die wir da Probleme hatten, haben wir da angerufen oder eine Beschwerde hingeschrieben und dann gab es halt auch mal die paar Tage, die wir Ausfall hatten, die gab es dann auch umsonst hinten dran oder allgemein gab es da mal einen freien Monat oder sowas, wenn sowas ist. Das kannst du hier wiederum, hier im Kuhgaff, auf dem Land kannst du das vergessen. Ich kann denen ja schlecht schreiben, hier Leute, ich kann nicht streamen, was weiß ich nicht, ich habe andauernd Internetausfälle. Die sagen, hier, gucken Sie mal in die Röhre und so, also die da hast du hier auf dem Land wieder voll die A-Karte. Deswegen, Ich mag beide Facetten, auf dem Land schön ruhig, nicht so laut wie in der Stadt, also das ist halt das Schöne, dass es dann hier, wie gesagt, nicht ganz so laut ist, aber was hier, wie gesagt, den Content anbelangt, hier für euch Videos zu machen, selbst das funktioniert manchmal nicht. Ist da draußen so ein Drecksregen und es regnet den ganzen Tag wie Sau, dann kannst du manchmal noch nicht mal Video machen hier auf dem Land, weil dann Internet total am Schwanken ist und gar nichts funktioniert. Gut, bei Gewitter mache ich das so oder so nicht, das ist unabhängig, ob Stadt oder nicht Stadt. Bei richtig krassen Gewitter, da würde ich so oder so nicht streamen, weil, wie gesagt, dafür ist mir meine Konsole zu teuer, auch mit Blitzschutz, Steckdosen und so weiter. Trotzdem, falls mal ein Blitz einschlägt und so weiter, lasse ich bei Starkgewitter die Sachen lieber aus. Klar, wenn Gewitter ist, zocke ich wohl ab und zu mal, aber wenn ein richtiges Starkgewitter ist, dann lasse ich die Konsole aus, weil man muss es ja nicht mit Gewalt kaputt machen, aber naja. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich viel, viel lieber wieder ab in die große Stadt, egal ob es jetzt Köln, Berlin, Hamburg. Ich fühle mich eigentlich überall zu Hause. Also, hab damit kein Problem. Klar, wo ich in Berlin die 14 Jahre gelebt habe, ab und zu hatte man mal Heimweh, weil ab und zu hätte man sich gefreut, öfter wie einmal im Jahr zur Familie zu fahren, weil wo ich in Berlin gelebt habe, bin ich ja immer nur einmal im Jahr eigentlich zur Familie gefahren, ganz selten noch zweimal, manchmal zu Fasching und, also zu Karneval und zu, und im Sommer, den großen Sommerurlaub machen. Jetzt fahre ich ja deutlich öfter zur Familie. Erstens, weil mein Daddy mich manchmal braucht zum Aushelfen. Aber in Berlin hatte ich ja meinen eigenen Job. Zum Glück. Ich hätte jetzt auch lieber wieder meinen eigenen Job.
Aber momentan ist es halt so, wie es ist. Und solange ich aktuell nichts habe, da sage ich halt, okay, wenn mein Daddy mich braucht, dann helfe ich gerne zu Hause im Familienbetrieb aus. Aktuell lebe ich von Luft und Liebe. Und halt... am Spaß an der Freude hier. Ihr wisst schon. Ah, jetzt komme ich mir nicht darüber. Doch, jetzt. Komm. Wobei aufpassen, wenn ich jetzt wieder auf die Mittelspur fahre, weil bei nur noch 33 Kilometern könnte auch bald die Abfahrt kommen. Ja, könnte nicht nur, da vorne kommt sie schon, verdammt. Gerade so die Lücke gefunden, wo ich mich wieder reinquetschen konnte, gerade so. Ich habe mir sowas irgendwie schon gedacht. Also, dass es wieder unfallfrei abgegangen ist, das war jetzt wieder mehr Glück als Verstand. Oder mehr Glück im... oder... ja, doch, mehr Glück im Unglück. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ach, Mann, oh. Ich finde immer nicht die Wörter, die ich ganz gerne benutzen möchte. Die Wörter müsst ihr euch dann selber zusammenreimen, aber... ich sag mal so, die Mehrheit von euch, die kennt mich ja schon was länger, und die Mehrheit von euch, die weiß auch meistens, wie ich es meine. Und wenn auf irgendwelche Themen irgendwas aufkommt, was man vielleicht nicht ganz verstanden hat, dann sage ich immer, könnt ihr mich auch gerne fragen, wie, ey, du Maulwurf, wie meintest du denn das und das oder so? Da könnt ihr mich auch gerne fragen. Aber alles in allem, denke ich mal, auch wenn ich mich nicht immer klar und deutlich ausdrücke, die Mehrheit von euch, die kann sich das ein oder andere doch zusammenreimen. Weil im Großen und Ganzen bin ich auch ein umgänglicher Mensch im Großen und Ganzen. Ich quatsch manchmal ein bisschen viel, was dem einen oder anderen auch nervt und so weiter. Ich rede manchmal auch viel, wenn der Tag lang ist und so weiter, keine Frage, da steh ich voll und ganz dazu. Ich bin nur mal eine Quasselstrippe, besonders was hier meine Let's Plays anbelangt. Aber wenn ich dann mal eine Folge mache, wo ich doch mal relativ leise bin, weil ich entweder einen schlechten Tag erwischt habe und mir es nicht so gut geht oder sonst irgendwas, oder einfach gerade nicht weiß, worüber ich quatschen soll, dann kommen ja manchmal auch von euch solche Sachen in den Kommentare, oder auch dann, wenn ich das nächste Mal mit Roman wieder live spiele, dann kommen ja auch wieder solche Sachen dann in die Kommentare oder Livestream bei Roman und so von wegen, hey, was ist mit dem Maulwurf? Der redet heute nicht. Dann sagt er wieder, voll ungewohnt, wenn er so leise ist und so. Deswegen, wie man was macht, macht man es eh verkehrt. Und ich sag mal, meine Zuschauer hier, also ihr da draußen, ihr schaut mich ja auch ein bisschen deswegen. Weil ihr kennt mich halt, wie ich bin und so weiter. Deswegen, ich denke mal, alles in allem sollte das eigentlich passen. Weil ansonsten wärt ihr ja nicht hier, ansonsten wärt ihr ja bei anderen YouTubern, die ein bisschen ruhiger sind, die ein bisschen leise sind. Also, ansonsten wärt ihr ja nicht bei mir, wenn ich das einfach mal so sagen kann. Ach komm, diesmal fahren wir die Ehrenrunde. Das war hier nämlich in Bielefeld, hier habe ich auch schon die Kehrtwende auf der Straße gemacht, ich kann mich erinnern. Da ist unser Depot hier, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich hier auch schon mal die Kehrtwende gemacht habe. Ja, eigentlich hätte ich jetzt an dem Strich da hinten halten müssen, dass ich nicht auf die Kreuzung fahre, aber... das ist mir egal. Da kenne ich gar nichts. In dem Spiel kenne ich gar nichts, da muss ich mich nicht immer an alle Regeln halten. Jetzt fahrt, ich möchte da ganz gerne auch über Grün, danke. Aber ich komme gerade wieder von einem Thema zum nächsten und so weiter. Also ich hoffe, ihr könnt die Zusammenhänge irgendwie... euch zusammensuchen. Aber wie gesagt, wenn ihr dann Folgen habt, wo ich dann zu leise bin, dann ist euch das, wie gesagt, meistens auch nicht recht. Dann sagt ihr halt immer, ihr denkt gleich, ich bin krank oder mir geht's nicht gut oder sonst irgendwas. Gut, kann manchmal auch der Fall sein, wenn ich ruhig bin, dass ich mich dann ein bisschen schonen will und so. Oder, wie gesagt, ich einfach keine Themen habe, worüber ich reden kann. Ich aber trotzdem aufnehmen möchte. Das ist halt bei Videos machen immer richtig schwer, die Mischung zu finden zwischen wann quatsche ich viel, wann quatsche ich mal gar nicht. Das ist in Videoform echt immer schwer. Bei Streams ist das easy. Bei Streams fängst du an zu spielen, spielst einfach deine Sachen,
sobald dann einer reinkommt in den Stream, in den Chat schreibt, dann begrüße den und dann kannst du mit der Community interagieren, mit den Sachen, was im Chat geschrieben wird. Da findet man immer irgendein Thema, worauf man agieren kann und so, was bei Videos halt immer schwierig ist. Aber mit Streams müsst ihr bei mir noch lange, lange warten, schätze ich mal. Ich bin drauf und dran, es demnächst einfach mal just for fun mal wieder zu versuchen. Wenn das Wetter dementsprechend mal wieder gut ist, dass ich mir irgendein Spiel suche und sage, komm, heute stream ich. Entweder geht's nur eine halbe Stunde gut oder es geht über mehrere Stunden gut. Ich habe echt mal wieder Lust, mir irgendein Spiel rauszusuchen und mit euch eine Runde zu streamen. Vielleicht mache ich das auch mit Wreckfest oder so, es war schon ein altes Spiel, aber dass ich irgendein Spiel habe, wo ich nebenbei mit euch wieder quatschen kann, ich weiß es nicht. Ich habe da echt Bock drauf, aber leider lässt das die Bambusleitung nicht wirklich zu. Also es ist halt auch mal auch Risiko auf meine eigene Gefahr, dass es wieder schief geht und ich mich im Nachhinein wieder drüber ärgere. Aber dann wollen wir jetzt erstmal die Leute einchecken gehen hier, bevor wir weiter hier rumphilosophieren und über ungelegte Eier reden. Hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Ernsthaft? Ein einziger? Ernsthaft? Gut, es wollten aber wenigstens einige in Bielefeld aussteigen, aber ein einziger, der jetzt noch mit nach Dortmund möchte? Ein einziger? Na gut, dann wollen wir es nicht zu lange schnacken. Hier steht jetzt Fahrt starten. Ja, ich muss gleich gucken, dass ich nochmal irgendwo eine Rast machen kann. Ja. Dann wollen wir jetzt mal schnell nach Dortmund fahren. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your... Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, in der letzten Folge, also bei der letzten Fahrt, jetzt Richtung unseren letzten Halt, werdet ihr auch wieder Tageslicht zu Gesicht bekommen. Aber wie gesagt, das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das in den letzten Folgen zu dunkel war oder nicht. Klar, wenn ich eine Tour am Tage anfange und es wird dann Nacht, dann kann ich es nicht ändern. Und ich glaube, für YouTube sind auch, wie gesagt, die hellen Folgen hier besser, aber ich möchte halt versuchen, weiterhin die Abwechslung beizubehalten und ich denke mir mal, dass das größtenteils mir auch gelingt. Und manchmal mache ich das auch mit Absicht, dass ich die Tour starte bei der echten Uhrzeit, die wir in echt haben. Dann seht ihr auch, wann ich aufgenommen habe, also wann ich die Aufnahme gestartet habe und so weiter. Also ihr seht, ich nehme dann auch noch abends manchmal was später für euch auf, damit ihr eure tägliche Dosis Stoff bekommt. Gut, ich glaube, ein Tag die Woche ist es jetzt ausgefallen. Ich glaube, ein Tag die Woche habt ihr mal nichts bekommen, aber das kann man dann, denke ich mal, verkraften.
Aber ich versuche doch hinzugehen, dass ihr mindestens, also Minimum eine Folge am Tag bekommt. Am liebsten zwei am Tag, Minimum eine. Und wenn es dann am Tag mal eine dritte Folge gibt, so wie heute, glaube ich. Heute zum Beispiel gibt es dann wieder drei Folgen, weil ich meine, diese Folge hier müsste die dritte sein für den heutigen Tag. Also wenn ihr die Folge seht, dann habe ich die gestern aufgenommen, aber müsste die dritte Folge sein, die dann am heutigen Tag erschienen ist für euch. Also da habe ich dann mal wieder einen Abend vorher geschafft, mal wieder zwei, drei Stündchen aufzunehmen und euch die Folgen dementsprechend vorzuproduzieren. Deswegen, ich sage immer eine Folge Minimum pro Tag, das ist immer das, was ich mir eigentlich fest vorgenommen habe. Es sei denn, es kommt mir ein Unwetter dazwischen. Das war ja der Grund, warum jetzt mal ein Tag gar nichts kam. Das lag ja daran, dass andauernd Gewitter kam und so weiter und so weiter. Und das war so unbeständig, das Wetter, dass ich gedacht habe, ja toll, da kannst du mal nicht aufnehmen. Ja, und hier die ganzen Folgen, also diese hier und die letzten zwei, die habe ich auch aufgenommen an einem Tag, wo Gewitter war. Aber da war es nicht so heftig, da war es nicht ganz so heftig. Da konnte ich quasi immer zwischen den Gewittern eine Folge schnell zwischendurch aufnehmen. Deswegen, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich versuche schon, wenn ich halt zu Hause bin, wie gesagt, ich sage euch ja meistens rechtzeitig Bescheid, wenn ich zur Familie fahre, wegen Aushelfen oder wenn ich allgemein auch mal ein paar Tage privat nicht da bin, weil ich, keine Ahnung, auf irgendein Festival fahre oder vielleicht auch mal für zwei, drei Tage ein paar Freunde besuche oder so, dann sage ich euch ja doch meistens Bescheid, wenn ich es nicht schaffen sollte, aufzunehmen. Entweder in Form, dass ich es im Video sage, oder halt in Form, dass ich einen Community-Post auf YouTube mache. Also eigentlich sage ich euch schon rechtzeitig Bescheid. Zumindest meine ich das. Wenn halt doch mal einen Tag kein Video kommt, dann tut es mir leid, dann ist es halt so. Steckt man halt nicht immer drin. Aber worauf ich halt hinaus wollte, ist, ich versuche eigentlich immer mindestens ein Video euch zu geben. Wenn ich es schaffe, zwei. Und wenn es ganz, ganz gut läuft, dann auch drei. Und drei Videos am Tag ist aber dann schon wieder fast Bonus. Also genießt das an den Tagen, wo mehrere da sind. Oh, da kommt ein Rasthof. Schaffe ich die LKWs vorher? Ja, ich muss eh zum Rasthof. Seht ihr, Polizeikontrolle, ich muss sowieso raus. Eigentlich soll ich ja vor Dortmund nur einmal rasten, laut Fahrplan. Also mal gucken, ob wir schon wieder rasten dürfen. Aber ich gehe mal davon aus, wenn ich auf dem Parkplatz fahre zum Rasten, dann werde ich auch rasten dürfen. So Leute, ich hoffe, ihr seid noch alle angeschnallt. Ansonsten zahlt ihr natürlich selber, ne? Wisst ihr Bescheid. Telefon aus, wir werden kontrolliert. Sieben Leute haben wir nur noch, die nach Dortmund wollen. Sieben Leute nur noch. Uiuiui. Ich sage, für so einen großen Bus echt wenig Auslastung. Also, da haben manche schon in der Community recht von euch. Insgesamt, dass das manchmal ein paar wenig Fahrgäste sind für so einen großen Bus, dass die da ruhig mehr Leute reinsetzen könnten. Aber gut, wie gesagt, wir wollen mal nicht auf hohem Niveau meckern. Sollen wir zufrieden sein, dass das Spiel einigermaßen läuft. So, jetzt noch den letzten Rest einlegen hier, wie gesagt. Ja, alles erledigt. Und jetzt nächster Halt und Endstation Dortmund. Weiter geht's. Noch 103 Kilometer. Dann wäre diese Tour insgesamt auch wieder abgeschlossen.
wann ich dann die nächste, sage ich euch auch gleich, wie es ist, wann ich dann die nächste Fernbus-Simulator-Folge mache, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich werde die Tage auch nochmal ein, zwei Angezockt-Spiele machen. Ob es eine einmalige Geschichte wird oder nicht, wird sich dann wie immer zeigen. Aber das sind eher so Fun-Racer und so Mini-Racer, die, denke ich mal, die dann nur ein Einmal-Video werden zum Angezockt und ich sie danach einfach privat schnell durchspiele. So schnelle 100% und schnelle Platins und so mache ich ja in letzter Zeit auch sehr, sehr gerne zwischendurch mal. Also wann ich die nächste Fernbus-Simulator-Folge mache, weiß ich noch nicht. Hundertprozentig. Es geht auf jeden Fall weiter. Aber ob noch diese Woche oder erst nächste Woche wieder, das kann ich euch nicht genau sagen. Bin ich halt ehrlich mit euch. Hat aber auch den Hintergrund, weil ich ja doch das ein oder andere hier zwischendurch gesagt habe oder auch gefragt habe, weil ich natürlich ganz gerne wissen möchte, ob sich dazu einer äußert und wenn ja, inwiefern sich einer dazu äußert. Und wenn es nur ein einziger ist, das ist mir egal, weil ich gehe natürlich schon auf das ein oder andere Feedback von euch dann wieder drauf ein und dann will ich auch nicht zu viele Folgen haben, sondern erstmal wieder ein paar Tage verstreichen lassen. Außerdem muss ich auch zwischendurch wieder was anderes spielen. Vielleicht mache ich auch mit Gear Club Unlimited 2 weiter, weil das hatte ich ja auch in dem einen Community Post eigentlich auch geschrieben, dass es damit weitergeht. Da muss ich aber erst noch ein kleines bisschen Geld farmen, was ich ja auch in den Videos gesagt habe, dass ich glaube ich mal da, wo ich mich verkorkst habe, ich weiß nicht, der eine oder andere, der das Let's Play gesehen hat, der weiß, dass ich mich da ein bisschen verausgabt habe bei einer Anschaffung, ein bisschen viel Geld ausgegeben habe, deswegen werde ich da vielleicht noch mal ein paar Rennen privat nachholen und erst mal ein bisschen Geld ranschöffeln. Bevor ich dann die nächste Folge aufnehmen kann. Deswegen kann es sein, dass das da auch noch zwei, drei Tage dauert mit. Kann aber auch sein, dass ich das jetzt dann heute oder morgen noch in Angriff nehme und da ein bisschen Geld erstmal scheffeln gehe. Ja, ich fahre zu schnell, ist ja gut. Ich habe zwar direkt runtergebremst, also die sollen sich mal nicht so einscheißen hier. Sollte ich doch ganz viel Langeweile haben und Lust haben auf Fernbus-Simulator und mir dann denken, ach egal, was du gerade gestern noch in dem Video gesagt hast oder vorgestern im Video gesagt hast, wann auch immer das ist. Wenn ich Lust habe, dann mache ich einfach eine Folge, aber ich wollte euch damit halt sagen, nur weil jetzt wieder 4-5 Folgen Fernbus-Simulator gekommen sind, heißt das nicht, dass jetzt wieder nur Fernbus-Simulator kommt. Also ich möchte die anderen Projekte auch ganz gerne machen. Und zwischendurch halt auch mal einfach so ein paar Auflockerungsvideos. Wie das jetzt mit MotoGP 23 weitergeht, weiß ich ganz ehrlich gesagt noch nicht. Das Spiel hat mich zuletzt echt geärgert, richtig, richtig geärgert. Also ich kam mir davor, als ob ich das Fahren verlernt habe auf einmal. Da ging ja in den letzten zwei, drei Folgen einfach gar nichts mehr. Deswegen... Ah, weiß ich nicht. Ich weiß ein, zwei Leute unter euch, die würden sich ärgern, wenn ich das Projekt jetzt einfach von heute auf morgen abbreche. Aber kann durchaus passieren, dass ich MotoGP abbreche. Das kann durchaus passieren, weil es mich zuletzt so extrem geärgert hat. Aber schauen wir mal. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich nochmal zwei, drei Nächte drüber schlafen. Das Schöne ist, im PlayStation Store ist jetzt dieser Alaskan Truck Simulator aufgetaucht. Aber noch steht nur neu angekündigt drin und man konnte den Alaskan Truck Simulator auf die Wunschliste packen. Das habe ich gemacht, weil man kriegt ja immer dann, wenn man das auf die Wunschliste packt, dann kriegt man ja immer ein Spiel von ihrer Wunschliste, ist gerade im Angebot. Oder
wenn es dann irgendwann neu erscheint, ein Spiel von ihrer Wunschliste ist erschienen oder ein Spiel von ihrer Wunschliste wird in der nächsten Woche veröffentlicht, bestellen sie jetzt vor oder keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Also ja, und das hier ist doch hier nicht normal, dass wir hier mit 40 hinter dem LKW rumkriechen. Bergab. Okay, bergab geht es mal wieder auf 50, aber Alter, das ist doch nicht normal. Aber es sind nur 26 Kilometer bis Dortmund, also ich traue mich halt wieder nicht zum Überholen anzusetzen, ansonsten kommt gleich wieder die Abfahrt. Ach komm, der fährt so langsam, das schaffen wir. Ja, und da kommt die Abfahrt. Ja, war klar. Das hat es jetzt auch so gebracht, dass ich hinter den... dass ich den auch schnell überholt habe. Das hat es auch wieder so gebracht, aber egal. Dortmund, da wäre ich am Samstag gerne. Also, wenn ihr das Video hier seht, morgen, ja. Am 5.8. wäre ich ganz gerne in Dortmund, also müsste morgen sein. Und bevor jetzt einer fragt, warum wäre denn der Maulwurf ganz gerne am 5.8. in Dortmund? Ganz einfach, weil er Dortmund Ole ist. Am 5.8. ist in Dortmund Dortmund Ole und da wäre ich sehr, sehr gerne hingegangen. Ich hätte auch noch Tickets bekommen, aber ich hatte halt alleine keine Lust. Und meine Freunde, meine zwei, drei Freunde, ich habe extra, wen ich gefragt habe, ist egal, aber ich habe zwei oder gar drei Leute. Ich meine drei, aber zwei davon gehören zusammen, also deswegen zwei davon ist Freund mit Freundin zusammen und halt ein Kumpel so, also wenn man es so will, Freund und Freundin zusammen, wenn man das zusammenrechnet, dann habe ich drei gefragt, wenn man das nicht zusammenrechnet, weil die quasi als eins gehören, dann habe ich zwei gefragt, aber mir beide leider abgesagt haben. Und gesagt haben, die haben an diesem Wochenende keine Zeit. Dadurch habe ich dann gesagt, ne, alleine möchte ich mir kein Ticket kaufen. Klar, ich gehe auch ab und zu mal alleine weg. Aber ich hatte jetzt keinen Bock hier von diesem Kuhkauf, mich da knapp 2 Stunden in die Bahn zu setzen, dann dahin zu fahren, zumal ich das kombinieren wollte. Weil wenn die zwei Zeit gehabt hätten, dann hätte ich die zwei natürlich gefragt, wie sieht das aus? Kann ich am Samstagabend bei euch pennen? Weil das Dortmund Ole wäre bis um 22 Uhr gegangen. Ja, da fährt zwar noch ein Zug, aber bis ich dann wieder hier in dem Kuhkaff wäre, bei Claudi angekommen wäre und so, irgendwann mitten in der Nacht, da hätte ich dann auch keine Lust drauf gehabt. Da hätte ich ganz gerne bei denen in Dortmund gepennt, wäre dann da geblieben, bei den Kumpels. Und wäre dann Sonntag sehr gerne dann erst wieder, Sonntag früh, Sonntagmittag oder so. Oder vielleicht hätte man sich auch noch einen schönen Sonntag gemacht und dann Sonntagabend erst wieder zurückgefahren. Aber dadurch, dass genau die keine Zeit haben, habe ich dann gesagt, nein, dann bleibst du zu Hause, dann fährst du da auch nicht hin. Schade, aber so ist es halt. Ach, grüner wird's nicht, aber ich habe die Ampel in der Innenperspektive schon wieder nicht gesehen. Aber macht nichts. Wir sind ja jetzt auch schon wieder angekommen hier in Dortmund. Aber wir haben es gleich geschafft. Es wird hier rot gerade in dem Moment, war klar. Noch die letzten 6 Kilometer. Ja, und dann, wie gesagt. Keine Sorge, es wird die Tage weitergehen mit Fernbus-Simulator. Ich weiß aber noch nicht 100% wann.
Ich bin noch mal gespannt, ob dann am 5.8. dann, ob dann Roman und ich dann wieder wenigstens Community, ob wir dann wieder einen Community-Stream machen oder nicht. Ich habe mit Roman noch nicht gesprochen. Und mit Tobi, weil ich auch gar nicht weiß, was dieses Wochenende dran wäre. Eigentlich müssten wir Division 2 Community-Stream wieder machen, also mit Roman und Tobi. Apropos Stichwort, weil sollten wir am Samstag was machen, ich weiß noch nicht wann, also sollten wir was machen. In letzter Zeit liegt die Tendenz immer zwischen 18 und 19 Uhr. Also sollten wir was machen, dann müsst ihr sowieso bei Roman vorbeischauen. Und Stichwort Roman und auch Tobi, der dann bei Division 2 mitspielen würde, Stichwort dazu. Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Schaut auch sehr, sehr gerne bei den Zweien mal vorbei. Die würden sich auch freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lasst. Wir fahren jetzt noch schnell zum Busbahnhof und dann haben wir es für diese Tour letzten Endes auch geschafft. Ob wir jetzt das Wochenende wieder einen Community-Stream haben oder nicht, weiß ich halt nicht. Wie gesagt, ich will auf dieses bestimmte Thema nicht mehr drauf rumreiten. Ich möchte es am liebsten so schnell wie möglich vergessen. Aber aktuell sind die Community-Streams halt noch ein kleines bisschen in Gefahr oder weiß ich nicht, wie ich das nennen möchte, ohne dass es wieder hier heißt, der Maulwurf macht Beef. Ich will ja kein Beef machen. Um Gottes Willen. Wie gesagt, mein Statement, da stehe ich zu. Die Videos, die ich gemacht habe und auch die Community-Posts, die ich gemacht habe, die lasse ich bestehen. Ich werde da nichts löschen, weil ich habe halt meine Ansichten und meine Dinge, das ist mir egal. Ich nenne jetzt hier in Videos auch keine Namen mehr, weil sonst gibt das auch wieder nur Ärger. Aber... Wir sind schon da? Ich sag mal so... Ich persönlich möchte mit dieser besagten Person nichts mehr zu tun haben. Ich werde, wenn was kommt, in irgendwelchen Streams oder Videos nur noch guten Tag und Hallo sagen. Und der Rest ist mir in dem Sinne egal. Aber ich hoffe, dass wir wieder Community Streams machen können und dass da nichts mehr kommt. Also, dass die besagte Person nicht irgendwelche dummen Sachen im Chat schreibt, dass... ich drauf anspringe und dass ich dann im Stream laut werde oder so oder was weiß ich nicht was, sondern ich wünsche mir einfach, dass ich mit Roman und auch Tobi, dass wir ganz normal streamen können, ohne dass irgendwas ist. Und ansonsten versuche ich das Thema eigentlich in den nächsten Tagen immer mehr von mir abprallen zu lassen und einfach, keine Ahnung, das was halt ist, es ist so wie es ist. Dank dieser Person habe ich mir jetzt echt zu meiner Lebensaufgabe gemacht, dass diese Verlinkungen jetzt wirklich unter Gottverdammtes jedes Video in jede Videobeschreibung kommt. Weil eine Zeit lang wusste ich ja nicht mal, wie das geht. Aber seitdem ich jetzt weiß, wie man das machen kann, kommen die Videos, kommen die Verlinkungen von den Zweien jetzt hier von Tobi und Roman einfach ist immer unten drunter. Und dann ist gut. Die Art und Weise, wie das kommuniziert worden ist, hat mich halt angestunken und deswegen habe ich halt... mich da teilweise etwas krasser zu geäußert, aber ich bin sachlich geblieben. Und naja, mit diesen letzten Worten möchte ich das Thema jetzt auch endlich abhaken und niemanden mehr damit belasten. Und wenn zu dem Thema noch irgendwer was wissen will, dann soll er mich privat anschreiben. Und damit sage ich jetzt auch, wie gesagt, wie immer, liken, abonnieren und kommentieren und so weiter, denn Support ist kein Mord. Und dann erstmal bis zur nächsten Folge wiederschauen und reingehauen, euer Maulwurf. Ich checke aber jetzt noch schnell meine Auswertung. Bis dahin, bye bye.